Und da haben sich jetzt natürlich beide Lüfter gedreht. Und ziemlich in der hohen Lautstärke, meine ich jetzt, ne? Die ich sonst noch nie gehört habe. Und jetzt dreht wieder nur der eine Lüfter. Hört man alles fast kaum. Wäre ich jetzt auch wieder bereit, weiter aufzunehmen? Alter, wie viele Folgen wir gemacht haben? 20 Folgen habe ich aufgenommen. Natürlich sind da ein oder zwei, die wenn klein sind. 2, 3. Aber ansonsten muss man sagen, es ist wirklich Wahnsinn, was wir heute produziert haben. Das kommt natürlich alles online, ne? Okay, dann würde ich sagen, machen wir natürlich hier wieder weiter. Ich habe zwar keine Pause gemacht, aber da werde ich vielleicht, ja, wenn ich es nicht vergesse, das Video verschnellern. Ich musste gerade so viel, ich sage lieber nichts. Ne? Meine Aufnahme ist gerade 34,6 GB groß. Ich musste gerade eine ordentliche Pause machen, ne? Jetzt geht es natürlich wieder weiter. Sonst hätte ich hier den Hampelmann vorgemacht. Ne? Max? Meine Aufnahme geht 4 Stunden 23 und die ist 34,7 Gigabyte groß. Ich werde auf jeden Fall nichts schneiden müssen. Ja, ich gucke, dass ich schneide. Ich versuche mir da Mühe zu geben. Hauptsache, ich tue die Aufnahmen alle auf der HDD speichern. Ich da auch. Steht da einfach so. In Bandicam steht da einfach so 3,7 Terabyte frei. Da denke ich mir so, wird wohl für heute langen, oder? Bei mir steht eigentlich nur noch 95,8 GB. Waren irgendwas mit 130. Was selbst das langt doch eigentlich dafür aus, oder? Ja. Langt doch vollkommen. Ja. Und ich mache mir so wenn da nur noch 200 GB frei steht, ne? Wenn ich da irgendeine SSD nehme, dann mache ich mir schon im Kopf, das langt doch niemals. Oh doch, doch. Max, schau mal. Bandicam, 4 Stunden 24, 35 GB. Fraps, 4 Stunden, meine ich, und das sind so, ich glaube, ein bisschen mehr. Na gut, auf jeden Fall muss ich jetzt mal wirklich mal weitermachen und nicht um den heißen Brei rumreden. Wir Zuschauer wollt ja auch was sehen, dass ich hier nicht faul da rumsitze und irgendwie. Guckt euch das bei mir an, dann seht ihr, was produktiv heißt. Also die Kiste, die ist hier noch einzigartig. Ich glaube, entweder mache ich hier noch eine zweite Kiste hin und es wird nur eine Krempelkiste, oder ich mache beziehungsweise vier Kisten, oder ich mache die wirklich. Hatte ich ein Weizen bei dir auf dem Feld vergessen, also, oder hast du das gesetzt auf meinem alten? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Alter muss raus, neues muss her. Ja, wir kennen es ja alle. Deswegen. Das sind die Spitzhacken. Gefühlt wächst das bei mir gerade alles ein bisschen schneller auf den Feldern. Ich habe ja noch ganz viel Glas, deswegen werde ich mal jetzt das richtige Glas verwenden und ich hier mal die ganzen Teile raus. So, wie auch immer die hier reingesetzt hat, ich weiß nicht. War natürlich extremer Fail hier. So, das sieht doch mal wesentlich anschaulicher aus. Ich komme mal gucken. Jetzt auch wenigstens nicht mehr so schnell runter. Und zwischendurch noch mal kurz schlafen. Ich habe hier noch ordentlich viel Glas. Aber das Glas geht mittlerweile nicht mehr für die Decke, oder? Das kann man nicht für die Decke verwenden, ne? Wenn du das als Decke, wenn du die Glasscheibe als Decke bauen möchtest, dann solltest du normales Glas verwenden. Ja klar, sonst ist es dieses aufgesplittete. Ja. So. Ich muss mal die Treppe zum Keller umbauen. Ja.
Hallo, da bin ich. Hallo. Ja, ich bin. Ja, die Kiste ist offen. Scheiße. Was war das Lust? Eine Kiste ist offen. Ist die offen? Warum denn? Bei mir ist sie zu. Jetzt geht's nicht zu. Mehr, oder? Mhm. Okay, folgendermaßen, ich werde hier natürlich alles rausruppen. Ja, kann ich. Okay, aha. Dann werde ich hier Holz reinmachen, wenn ich hier natürlich Holz habe. Ich habe nur noch wenig Holz, deswegen markiere ich das halt einmal mal. Ich dürfte ja auch nicht mehr so viel haben. Ja, insgesamt 4 Eichenholzbretter. Ich schau dir dabei noch zu. Alles klar. Also ich brauche auf jeden Fall Holz. Was? Also ist das nicht gut, wie ich dir zuschaue? Doch, aber ich brauche Holz auf jeden Fall. Und und ich werde natürlich erstmal ein bisschen Holz farmen müssen. Also, das war klar. Hast schon dabei hier das Holz aus den Angeln zu reißen vor der Tür. Aber soweit wird es nicht kommen müssen. Ja. Sicher? Weil der gute, liebe Justin hat vor seiner Tür doch sehr viel Holz, das er mir gerne zur Verfügung stellt. Was? Was für ein Scheiß habe ich? Achso, nein, guck, dass du die Bäume nicht mehr abbaust. Okay. Weil dort wollte ich gucken, dass ich ein bisschen waldiger mache. Vor meiner Haustür. Ja, du am besten bei Gelegenheit wieder ein paar Saplings hinpflanzen. Wollte eigentlich auch ich machen. Nur leider keine Saplings. Zu. Falls ich welche hab, werde ich welche pflanzen. Mein Gott, ich bin gerade müde. Ich auch. Weiß es gar nicht mal dunkel. In Minecraft meine ich natürlich. Wollte sagen. Was? Draußen ist natürlich dunkel, weil irgendwann ist auch mal dunkel. Auch wenn es Sommer ist. Ich weiß, es ist bis 22 Uhr ist es ordentlich noch hell gewesen. Aber irgendwann ist es dunkel. Muss es ja auch sein, irgendwann muss ja auch nachts. So, ich opfere meine Erde, um hier in der Welt mal etwas weniger freie Wasserflächen zu haben. Jetzt muss ich irgendwie wieder zurückkommen. Weißt du, was wir hier noch brauchen? Hm? Ah, Schwebebahn. Komm her, her mit dem Schwein, her mit dem Schwein. Und die Kuh, die nehmen wir noch mit. Gerade so viel Kühe und Schweine. Los, bleib ich stehen, junge Dame. Bleib ich stehen. Ein bisschen bayerisch hast du gesprochen. Wow. Ich hab den Schädel ganz schön lange drinne. Das Schaf kann ich nicht gebrauchen. Ja, mit dem Schwein. Ich dachte gerade, bei dir im Raum ist eine Spinne. Dabei war es nur das Bett. Wo ist das Schwein? Nee, das ist kein Schwein. Hier kann man natürlich wieder ein bisschen ernten. Kann man ein bisschen was ernten? Auf meinem Feld, aber es ist. Und auf deinem Feld natürlich.
Dein Feld kann man auch ein bisschen anpflanzen, wenn du. Auf den anderen sollen Möhren und Karotten, also. Auf dem, wo du jetzt noch frei hast. Ja, aber ja. Ich habe halt keine Möhren-Seeds, ne? Möhren und Karotten? Was? Möhren und Kartoffeln. Ja. Ja. So. Warte mal. Ich hab versucht, mit der Spitzhacke was zu reißen. Auf dem Feld. Mhm. Spitzhacke, die ist keine Ho. Eine originale Ho. Zumindest. Nein, man kann unter Schildern einfach die Dinges nicht machen. Wie diese Wege. Weizen. Weizen! Ja. Wo setze ich die Crafting Table hin? Hier mal unterm Tor. Komm. Wird zwar nie jemand dran gehen, aber. Hauptsache, die Crafting Table ist unterm Tor. Kombinierter Baum, auch gut. Aber dein Haus geht auch mehr in die Höhe als in die Breite. Ja. Wobei es eher gut, in die Tiefe endlich, geht. Haben wir, das ist natürlich auch gut, weil dann haben wir endlich mal wieder mal ein Hochhaus hier als Let's Play Haus. Nicht immer so eine scheiß Gronk aus Scheiße, ne? Automatisch, aber Dingsfarm braucht kein Mensch. Weiß nicht. Automatisch ein Dingsfarm, das braucht doch kein Mensch. Automatisch ein Dingsfarm, was? Weizenfarm und alles mögliche. Achso, die wollte denn das bauen. Zumindest so einen automatischen Ofen. Ja. Er braucht eine Menge Redstone. Eigentlich wird das ja dann nur geschwemmt und dann praktisch alles geerntet damit. Ja, automatischer Ofen. Der wird natürlich nicht geschwemmt. Und ich habe noch ordentlich viel Fackeln. Das erinnert mich daran, dass ich die Mine mal weiterbauen sollte. Kommt alles zu seiner Zeit. Du hast natürlich den Vorteil, du musst nur eine Folge rendern, du hast nur eine Datei. Ja, wahrscheinlich die ich in mehrere aufsplitten muss, eben halt. Ja gut, das ist dann wahrscheinlich deine größte Arbeit. Bei mir ist es so, ich muss wahrscheinlich jede einzelne einen Namen vergeben praktisch. Aber einen Namen muss ich auch vergeben, also... Ja klar, aber wahrscheinlich nacheinander durchrendern lassen. Und ich muss gucken. In der richtigen Reihenfolge. Aber ich schätze, die Reihenfolge, die wird sich an den Ordnernamen und an der Erstellungsdatum wahrscheinlich Zeit. Orientieren. Zeit. Erstellungszeit, genau. Datum ist ja mehr oder weniger bei vielen das gleiche. Wo wir aber einmal einen Tag überschritten haben, ne? Um 0 Uhr. Logisch. Wird sich da nicht ändern. Mache ich erstmal die Decke, ne? Weil die Decke ist hier das, unser Sorgenkind. Ja. Aber sowas von. Das? Auch nicht. Toll. Und noch was, nämlich ich bräuchte ganz viel Zäune. Merke ich hier gerade, ich brauche hier alles Mögliche an Holz und mir fehlt immer Holz. Immer viel zu wenig.